Morning! Ich dachte, ich vlogge heute und zeige euch so ein bisschen meine Morgenroutine, aber ich werde die nächsten ein, zwei Tage auch mit vloggen. Also heute bin ich gegen 7:45 aus dem Bett und habe dann meine Morgenroutine gemacht, also meine Probiotika genommen, mein Stretching gemacht. Also ich habe so eine 35 Minuten Yoga Pilates Dings von Tasha Franken gemacht, Kaffee getrunken und jetzt habe ich mich angezogen. Diese Jacke werde ich wahrscheinlich nicht tragen, aber ich habe meine weiße Jeans gefunden, die hier in Paris lag. Ich finde die so cool, die ist von Zara. Dieses Top ist von Brandy. Und ich wollte jetzt meine Gesichtspflegeroutine machen und euch was richtig Cooles zeigen. Und zwar habe ich die letzte Zeit den neuen Foreo PlaySmart 2 getestet und das ist super, super cool. Und das wollte ich euch heute zeigen, wie ich das in meine Routine integriere, weil ich ein bisschen in diese Skincare-World eingedrungen bin oder ich versuche es so langsam. Ich muss sagen, dieses Gerät ist richtig, richtig cool. Erstens, das kann man ungefähr um die 1000 Mal benutzen, ohne irgendwelche Aufladekabel und so weiter. Und das finde ich super praktisch für Leute. Ich hasse es, Aufladekabel zu packen. Und ich habe keine Lust für meine Gesichtsbürste auch immer so viele Aufladekabel mitzunehmen. Und dann, wie ihr seht, gibt es hier einmal diese sanftere Seite, wo ich ja den größten Teil meines Gesichts mit putze. Und dann hier, um an schwerere Stellen oder hartnäckigere Stellen zu säubern. Natürlich fokussiert mein Kamera nicht, aber seht ihr das, den Unterschied? Und das Allercoolste, also da war ich wirklich so, what? Kann man das so at home machen? Und zwar gibt es hier 24 Karat goldene Platten, also so Sensoren, die deine Feuchtigkeit messen. Also du verbindest, halt alle Geräte von Foreo verbindet man mit der App. Und dann kann man sein Feuchtigkeitsgehalt selbst zu Hause messen. Und ich dachte eigentlich, das ginge nur in den Beauty-Salons, aber das geht super easy mit diesem Gerät. Und dadurch, dass ihr das alles messt in den verschiedenen Zonen, bekommt ihr eine personalisierte Hautpflege-Routine mit der Gesichtsbürste. Also ihr benutzt da eure Produkte eurer Wahl. Mein Lieblingsreinigungsprodukt ist das Reinigungsöl von Jungglück. Das benutze ich morgens und abends zum Abschminken oder halt einfach Gesicht säubern. Ich werde jetzt mal mein Gesicht damit säubern. Ich habe meine Hautanalyse schon gemacht. Also die App hat übrigens gesagt, durch diese Sensoren, die eine Hälfte meines Gesichts ist so viel trockener als die andere. Ich mache jetzt meine personalisierte Hautpflege. Und ihr seht, das sind so ganz sanfte T-Sonic-Pulsationen. Ja, die Haut halt effektiv, aber sanft reinigen. Und an der App sieht man halt, wie viele Sekunden man an welcher Stelle reinigen sollte. Das ist super angenehm, ist so ein bisschen Me-Time am Morgen. Mein Gesicht ist leicht feucht, weil ich jetzt mein The Ordinary Hyaluronic Acid auftrage. Auf jeden Fall verlinke ich euch alle Informationen zu der Foreo-Bürste in der Infobox, damit ihr euch das alles anschauen könnt, falls ihr daran Interesse habt. Auf jeden Fall ist meine Haut jetzt super soft. Und jetzt mache ich den restlichen Teil meiner Skincare-Routine. Jetzt habe ich das jetzt im Schnelldurchlauf. Jungglück Vitamin C. La Roche-Posay Ultra Telerian Creme. Und Supergoop Sonnencreme. Ich schmink mich jetzt mal und benutze meine neue Laura Mercier Tagescreme. Mal schauen. Einfach so ein Bad Hair Day. Kennt ihr das, wenn ihr wisst, okay, morgens sind die Haare noch gut, aber mittags muss man die waschen? Und dann weiß man nicht, ob man die morgens waschen soll oder nicht. Ich wasche sie auf jeden Fall erst heute Abend, weil ich bin gerade dabei, meine Haare dran zu gewöhnen, jeden dritten Tag gewaschen zu werden. Auf jeden Fall hat Hannah es zu Verspätung. Aber egal, ich muss sowieso noch einiges machen. Ich werde jetzt eine Werbung drehen für Instagram. Übrigens, wie cool sieht das Tinted Moisturizer aus? Ich finde, das sieht gut aus. Aber ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie ich das auf lange Dauer finde. Jetzt setze ich mich dahin und drehe meine Werbung. Oh. Kurz umgezogen, weil ich jetzt was anderes filmen muss. Busy, 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 aber ein bisschen was vorbereiten, bevor Hannah kommt, damit ich morgen nicht so viel labern muss in meinen Stories. Und dann mache ich mir was zu essen, dann ist es auch schon 11:30 ungefähr. Und dann jetzt time for breakfast, lunch. Unappetitlich aussehendes Porridge, aber ich habe Erdbeeren, Nukau-Schokolade, Haferflocken und Milch. Ich hab's gar nicht gesagt. Hanna,
Keller ist bei mir in Paris. Echt? Ja. Nee, ich habe es die letzten Tage immer sogar. Ich habe so gesagt, ja, ich muss jetzt putzen, weil Hannah kommt jetzt. Wir laufen jetzt rum. Wir suchen eigentlich eine bunte Wand. Ja, wir suchen eine bunte Wand. Nee, aber wir haben das bei Xenia Overdose, nee, Xenia Jones heißt sie jetzt, gesehen, aber stand halt, haben wir nirgends gefunden, was das sein soll. Ja. Leute, gebt uns Tipps. Wo ist diese Wand? Aber es ist voll schön. Hanna mag genau dieselben Sachen wie ich, und zwar essen. Rumlaufen und essen und in Cafés gehen. Ja. Wir haben einen nicen Möbelladen. Boah, ich will hier eins nehmen. Ja, das ist so geil. Wir haben den gesehen und ich habe sofort gesagt, das ist Hanna in der Möbelbüsche. Wir haben beide nur für unseren Vlog hier die Maske abgetan. Weißt du, dass ich jemanden kenne, der so in einem Park die Maske einfach gar nicht anhatte? Also so am Kinn ist ja egal. Nur gar nicht. Und dann hat er so. Musst du das 150 Euro zahlen? Wie ich setze meine Maske wieder auf. 150 Euro, Freunde? No. Aber auf jeden Fall sind wir gerade durch halb Paris gerannt und ich muss ehrlich sagen, ich entdecke hier Paris nochmal neu. Und jetzt laufen wir zu dem Restaurant Lulu. Ja, versucht einen Platz zu bekommen für irgendwann diese Woche, weil das ist so ein Insta-Spot. Ist halt auch sau schön. Also ist ja, ist eine schöne Gegend. Eigentlich wäre es voll schön, wenn. Die nächsten drei Tage wird es ja voll schön. Stell dir mal vor, so abends im schönen Sommerkleid mit unserem Glas Wein, nachdem wir direkt voll sind. Also wir waren jetzt zu Hause, haben ein bisschen gechillt. Hanna ist auch schon ewig wach. Vor allem bin ich gestern einfach auch irgendwie um 5 Uhr aufgestanden oder so. Ja. Weil wir dann komplett runterfahren mussten quer durch Deutschland. Und mein Schlafrhythmus sowieso. Und wir gehen jetzt lecker Pizza essen hier runter. Ich hoffe, die haben noch einen Platz frei zu Tripletta. Das ist im 5. Das ist so lecker. Also müsst ihr unbedingt mal hin, falls ihr hier in der Gegend seid. Wir machen einen Taste-Test. Ja, wir machen einen Taste-Test. Richtig geil. Ich glaube, Hanna macht den Taste-Test auf ihrem Taste-Bewertung auf ihrem Kanal. Sonst haben wir alles doppelt gefilmt. Sogar ich habe eine Calzone. Wir fangen den Vlog heute dann auch mal an. Wir sind jetzt aus dem Haus. Guten Morgen. Guten Morgen. Und Hanna hat schon eine Stunde gearbeitet. Ich habe ein bisschen Sport gemacht, geduscht. Ganz fleißig. Ja, extrem fleißig. Wir fahren jetzt ins Atelier Lumière, da war ich tatsächlich auch nicht. Ausstellung momentan ist gerade Dali, glaube ich. Und ich freue mich mega, weil das ist so ein... auch, sah so schön aus. Ja, es sah richtig schön aus. Und ja, wir sind beide nicht so Kunstliebhaber, Museumsliebhaber. Verstehen wir es aber auch einfach nicht. Wir sind vielleicht einfach intellektuell und nicht auf der Höhe, um Kunst zu verstehen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall auf die Lichter. Ich hoffe, es ist so schön. Ein bisschen mitgenommen aus, wegen dem Schal ausziehen, anziehen. Wir waren gerade in diesem Designer Sale. Es war einfach mal cool, das zu sehen, aber es war so ranzig eigentlich so. Ich sag mal, man hat alles sehr, sehr, sehr bunt und sehr viel Muster und man, ich finde teilweise auch gar nicht so letzte Saison, sondern so 2006 cool. Ja, auch mit diesen ganzen, ich weiß nicht, Rüschen. Unterbrochen worden, weil Hanna einen Fotospot gefunden hat. Wir sind gerade beim Turmfrogen. Amazing. Ja. Erzählt uns doch etwas über die kulturelle Geschichte des Turmfrogens. Wir fahren jetzt nach Hause, weil Hanna ist ein bisschen müde und ich auch. Hanna möchte außerdem ein Törtchen. Hanna möchte auch ein Törtchen. Plus, die hat noch irgendwas nachzuholen. Und ich sag nie nein zu einer Pause, dann kann ich mich ins Bett hauen. es ist jetzt schon viel später. Hanna ist gerade im Corona-Test. Ich hoffe, das klappt alles mit der Sprache. Das sah schon nicht so freundlich aus. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt gevloggt habe. Wir sind nach Hause gefahren und haben da ein bisschen gechillt. Ich habe mein Video online gestellt und haben einfach gechillt. Wir sind beide ultra müde. Sonst nichts viel passiert. Boah, ich bin wirklich so ein guter Koch. Ich so, brauchst du eben? Sie so, nein, Avocado-Brot kriege ich. Ich bin jetzt im
Bett. Schon sehr lange eigentlich. Und ich chillen einfach gerade hart. Wir sind beide richtige Omis. Beziehungsweise lieben es einfach, früh schlafen zu gehen, früh aufzustehen. Und es ist gerade so Kackwetter, so oder so. Ihr seht, ich bin sehr müde. Ich glaube, ich beende den Vlog hier. Hier waren einige Paris-Impressions drin. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese 2-Tages-Vlog so findet, wenn ich so mehr vlogge und mehr passiert. Und dann sehen wir uns morgen wieder, aber in einem anderen Vlog. Tschüss.